Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und herzlich willkommen zurück hier auf Mallorca, lieber Markus. Und wir starten heute mit einer weiteren Mid-Cap-Analyse. Und zwar heute mitgebracht hat uns Markus K&S, Kali und Salz. Und ja, bevor wir darauf eingehen, wollte ich noch ganz kurz eine andere Frage stellen, die ich auf jeden Fall berechtigt finde, die nämlich einer der User unter das letzte Video gepostet hat. Und zwar, Practice what you preach. Bist du denn auch in dem Fonds, den ihr ja selber betreibt, selber investiert? Weil das finde ich immer eine wichtige Sache, wenn man halt über solche Sachen spricht, ja. Ja, erstmal, Kolja, vielen Dank fürs Hiersein. Schön, dich heute wieder zu sehen. Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich kann die insofern beantworten, dass ich mein komplettes Vermögen in meinen Fonds natürlich investiert habe. Okay. Denn auch für mich, wenn ich Unternehmen besuche, ist es ganz, ganz wichtig und eine meiner ersten Fragen, Ja. ob das Management ins Unternehmen investiert ist. Denn Ja. wer an sein Unternehmen glaubt, muss auch ins Unternehmen investiert sein. Okay. Okay, dann ja, es ist natürlich eine deutliche Ansage. Dann wünsche ich natürlich auch auf jeden Fall allein schon deswegen viel Das heißt, auch für Erfolg. mich war das letzte Jahr nicht schön, ja. Ja. Aber wir konnten ja den Verlust zumindest mal deutlich geringer halten als die Märkte. Aber Ja. es war kein schönes Jahr letztes Jahr. Gut, ja, also ist natürlich eine Sache, die am Aktienmarkt, wenn man sich die einzelnen Kurse anguckt, halt einfach immer gegeben ist. Deswegen gut, ob man jetzt mit seinem gesamten Vermögen da reingeht in den eigenen Fonds, das ist natürlich eine mutige Entscheidung. Ich selber würde es nicht machen, aber geht ja auch nicht um mich, sondern es geht heute um das erste Unternehmen, welches wir uns jetzt nach Seekonomy mal anschauen. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant. Vielleicht nochmal kurz ein Hinweis auf Seekonomy, weil als wir die Aktie ja besprochen haben und auch mit dem Investment Case von euch, ist ja dann zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme des Videos und dann den paar Tagen danach einiges passiert bei Seekonomy. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Die Aktie ist ja jetzt irgendwie mittlerweile irgendwie vom Tiefpunkt wieder 65% oder so im Plus. Und Genau. das ist eben genau dieses Spannende, finde ich, an diesen Mid- und Small-Cap-Aktien, dass man halt eben natürlich große Risiken hat, ganz klar auf der einen Seite, aber eben auch durch diese Turnaround-Möglichkeiten eben dann sich solche Chancen auf einmal ergeben können. Ne? Absolut. Ja. Seekonomy war letztes Jahr wahrscheinlich der schlechteste Performer im SDAX, zumindest einer der schlechtesten, Ja. und ist dieses Jahr year to date der beste Performer im SDAX mit über 60% plus. Ja. Aufgrund vieler Dinge, die wir auch hier besprochen haben. Und jetzt wird es sehr interessant zu sein, wie es weitergeht. Es gibt bald ein Update, wo die Firma vorstellt, wie sie ihr Restrukturierungsprogramm gestaltet. Und jetzt gilt es, im Markt Vertrauen zu generieren und dem Markt wirklich plausibel zu erklären, wie man die Dinge verbessern will. Ja, Und da sind das wir mal wird dann gespannt. der nächste Schritt sein. Genau. Ja, und jetzt kommen wir mal zum heutigen Unternehmen, K&S, ja, auch eher Mid-Cap-Bereich angesiedelt. Ja, auf jeden Fall Midcap. Und du hast ja auch so ein Investment Case mal mitgebracht und das Unternehmen schon wirklich intensiv analysiert. Vielleicht könntest du uns aber trotzdem ganz kurz noch was erstmal zum Geschäftsmodell erzählen, allgemein für die Leute, die das Unternehmen jetzt noch nie gehört haben. Ja. Genau. Ich denke, es ist besonders jetzt spannend, auf die Kali und Salz zu schauen, weil es gerade eine sehr tricky Situation für die Firma ist. Ich glaube, wir stehen hier an einem wichtigen Scheidepunkt. Wir kommen dann da später drauf, warum. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da genau jetzt seine Gedanken drüber zu machen. In 2 Wochen am Donnerstag, das müsste der, also gestern in 2 Wochen, wird Kali und Salz das ganze Jahr 2018 berichten und einen Outlook für 2019 geben. Ja. Das schauen wir uns dann auch nachher mal an, was der Markt da so erwartet. Und jetzt für den Einstieg mal, was macht Kali und Salz? Kali und Salz, wie es der Name schon sagt, hat eigentlich zwei Geschäftsfelder. Einmal das Salzgeschäft, relativ stabiles Geschäft. Umsatzaufteilung zwischen Kali und Salz ist ganz grob gesagt ungefähr 50-50. Sie sind, wenn nicht der größte, einer der größten Player im Salzgeschäft und ein großer Player global im Kali-Geschäft.
Die größten sind dort Firmen aus USA wie Mosaic oder Agrium. Aber, das ist auch einer der Kernpunkte, Kali und Salz hat jetzt ein großes neues Projekt in Kanada gestartet. Das Projekt heißt Legacy, die Mine heißt Bethune. Okay. Die ist jetzt schon am Start, produziert schon, ist immer noch in der Ramp-up-Phase, trägt aber schon zum Volumen in der Kali-Gewinnung und im Verkauf bei. Hat wahnsinnig viel CapEx gekostet, also die Firma hat da viel Geld reingesteckt. Ja. Und eins der großen Themen generell bei Kali ist ja, Kapazitäten sind potenziell in Zukunft große Überkapazitäten am Markt. Wie gestalten sich die Preise? Ja. Wie ist die Situation? So, und wenn man sich jetzt die Kali und Salz anschaut, dann sind eigentlich drei Dinge sehr spannend. Der Kurs ist, wenn man sich das mal long-term anschaut, ziemlich unter Druck gewesen, berechtigt. Und ich glaube, der Kurs hat so ziemlich alle negativen Dinge der letzten 2-3 Jahre eingepreist und viele Investoren haben eigentlich das Vertrauen in die Company mittlerweile verloren. Okay, woran lag das? Was ist passiert? Also ich glaube, da muss man einen kleinen Schritt zurückgehen. Man könnte ganz weit zurückgehen, aber wir gehen jetzt mal nur so weit zurück, als 2014 die Potash Corp, also die Kanadier, ein Übernahmeangebot für Kali und Salz gemacht haben. Es war irgendwo in den Mit-40-Euro-Bereich. Pro Aktie. Aktie. Und das damalige Management, das war noch der CEO Steiner, dieses Übernahmeangebot abgelehnt haben, weil sie es als zu niedrig erachtet haben für die Tatsache, dass dieses neue, schon angesprochene Projekt schon in Kanada noch dazukommt und die Aktie einfach viel, viel mehr wert ist. Wir sehen, wo die Aktie heute steht, bei 16,85 Euro. Das heißt, es ist bis heute viel Value für die Shareholder vernichtet worden. Und dazu haben die verschiedensten Dinge geführt, wie Druck auf den Preis, also durchaus Makrothemen, aber auch sehr viele Kali- und Salz-interne Themen. Die Produktion in Deutschland hatte zum Beispiel immer wieder Probleme, wenn es wenig regnet und man muss in diesen Kali-Werken sozusagen Abwasser ableiten. Ja, das passiert entweder über einen Fluss wie die Werra oder in Ablaufbecken. In trockenen Zeiten, wo die Fließgeschwindigkeit von Flüssen das nicht zulässt, darf die Firma dann an gewissen Werken nicht mehr ihre Abwässer ableiten, was die Produktion dann einschränkt. Das hat die Firma zum Beispiel letztes Jahr massiv Geld gekostet. Ja. Produktionsausfälle. Sie hatten massive Probleme mit dem Personal. Und so konnte Kali und Salz letztes Jahr zum Beispiel bei sehr stabilen Preisen nicht in dem Maße partizipieren, in dem das andere Player konnten, weil sie ganz viele hausinterne Probleme hatten. Okay. Ja. Und dass sozusagen andere Player jetzt international oder auch in Europa das hinbekommen haben, bei eventuell gleichen Wetterbedingungen, ist dann sozusagen ja auch ein Zeichen dafür, dass es nicht nur am Wetter gelegen haben kann, wenn es andere hinkriegen und sie selber aber da so Probleme haben, jetzt zum Beispiel beim Abwasser. Ja? Gut, weil ich würde ja sagen, jetzt, dass mal irgendwie so gerade bei so einem Unternehmen, wenn sowas wie Wetter so eine wichtige Rolle spielt, dann kann man es ja nicht direkt auf das Management zurückführen, wenn es andere Player auch getroffen hätte. Ja? Aber jein. Man muss dazu zwei Dinge sagen. Es ist natürlich, also in Deutschland ist Kali und Salz der einzige Player. Ja? Okay. Und man muss sagen, es hat hauptsächlich diese Thematik die Deutschlandproduktion betroffen. Okay. Andere Länder haben natürlich völlig andere Regelungen, was Umweltthemen, Abwässer angeht. Ja. Es gibt auch Minen, die ganz anders systematisch aufgestellt sind, wo kein Abwasser in dieser Form wie in Deutschland abgeleitet werden muss. Okay. Also das war ein speziell deutsches Problem. Okay. Ja, aber es war einfach wieder mal ein Problem. Davor gab es in der Ramp-up-Phase von der kanadischen Mine Probleme. Dann gab es dort mal einen Unfall in der Mine.
was das Ganze um 6 Monate verzögert hat. Es war einfach ein kontinuierlicher Newsflow von negativen News und Problemen, der die letzten Jahre die Firma begleitet hat. Okay. Und wenn man das jetzt mal alles so grob zusammenfasst, dann resultiert es darin, dass in den letzten 12 Monaten, wo wie gesagt die Kalipreise global sich wieder deutlich erholt haben. Im Sinne von nach oben gestiegen. Im Sinne von mehrere, also wir sind von den Lows wieder massiv angestiegen, und zwar in allen wichtigen Märkten, in Brasilien, in China, in Nordamerika, konnte Kali und Salz nicht in dem Maße profitieren. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie geht's ab jetzt weiter? Ja? Mhm. Das Resultat sehen wir im Aktienkurs. Wir haben auf der einen Seite die höhere Verschuldung durch das Werk in Kanada. Mhm. Sie haben nicht in dem Maße profitiert von den steigenden Preisen wie die Konkurrenz, weil sie interne Probleme hatten. Und jetzt ist die Frage, was passiert 2019? Ja. Ja? Wird es jetzt mal ein Jahr, wo weniger negative News kommen, in der die Firma einfach auch vom Trend profitieren kann? Jetzt kommen die Zahlen für letztes Jahr und der Outlook für 2019. Mhm. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr niedrig. Die Stimmung ist schlecht. Und ich denke, wenn Kali und Salz es schaffen sollte, dem Markt jetzt zu zeigen, dass die Dinge sich jetzt in die richtige Richtung bewegen, könnte das schon für einen massiven Rebound in der Aktie und eine Revaluation führen. Mhm. Okay, das ist also die ganze These jetzt bei diesem Unternehmen. Was sind denn so weitere Risiken, die sich jetzt bei K&S zum Beispiel verbergen, noch abgesehen davon, dass jetzt allgemein die Stimmung schlecht ist? Weil gut, das ist natürlich jetzt eine Situation, die aufgrund der letzten Jahre so gekommen ist. Aber was gibt es zum Beispiel generell noch für Risiken, dass das Unternehmen betrifft? Also es sind jetzt ziemlich viele Analysten und Leute sehr negativ auf Kali und Salz. Mhm. Und ich würde mal sagen, die Hauptrisiken für die Firma bestehen in einer Makroveränderung. Das heißt, die Preise global für Kali und Salz, für Kali kommen wieder zurück, das heißt fallen. Mhm. Kali und Salz hat bis dahin verpasst, seine enorm hohe Verschuldung zurückzuführen. Mhm. Die Margen im Kali-Geschäft fallen, und weil sie durch die niedrigeren Preise nicht mehr in der Lage sind, ihre Verschuldung zu reduzieren. Mhm. Und das Unternehmen kommt in Schwierigkeiten, weil die Verschuldung einfach zu hoch ist. Ja? Okay. Das ist sicherlich eine negative These. Ja? Okay. Und die zweite sehr negative These, die aber mit dieser These zusammenhängt, ist, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren nochmal große Kapazitäten an den Markt kommen. Mhm. Das heißt neue Kali-Werke global. Ja. Die natürlich dafür sorgen, dass das Angebot massiv größer wird. Ja. Ja? Wobei man sagen muss, dass eigentlich auch die Annahmen für die Kali-Preise für 2018 und 2019 schon relativ negativ waren und sich jetzt gegen die Erwartungen sehr, sehr positiv entwickelt haben und auch bis jetzt stabil sind. Okay. Es haben sich allerdings auch Kapazitäten, muss man fairerweise sagen, die früher an den Markt kommen sollten, durch außergewöhnliche Vorkommnisse nach hinten verschieben. Okay, verstehe, ja. Ja. Und die Dinge negativ sehen wollen, sagen, dass sich das Ganze jetzt nur ein bisschen verschoben hat, aber die neuen Kapazitäten, die definitiv kommen werden, einfach nur ein bisschen später kommen und dann die Preise fallen. Ja? Okay. Also ich denke, der Base Case bei Kali und Salz ist, wenn man davon ausgeht, dass durch immer mehr Nachfrage nach Kali global die Preise einigermaßen stabil bleiben in den nächsten Jahren und Kali und Salz es schafft,
mal ein paar Jahre ohne große interne Probleme hinzukriegen. Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass die Produktion in Deutschland für Q1, wir hatten jetzt im Winter starke Regenfälle, gesichert ist für Deutschland. Die kanadische Mine läuft relativ nach Plan. Und Kali und Salz es hinbekommt, dieses Jahr ein stabiles Jahr zu haben, die operativen Kennzahlen deutlich verbessert. Was der Markt vor allen Dingen sehen will, ist ein positiver Free Cashflow, das erste Mal in 2019, um in den nächsten 2-3 Jahren die Verschuldung signifikant zurückzuführen. Dann steckt von hier aus signifikantes Potenzial im Unternehmen. Okay, und kannst du dich mal kurz hier auf diese, ich riesig, diese relative Bewertung von K&S im Vergleich zu zum Wettbewerb. Könntest du vielleicht das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu auch anderen Aktien, die ja jeder Investor potenziell auch kaufen kann? Also du meinst auch aus anderen Sektoren oder innerhalb des Sektors? Innerhalb dieses Sektors, was so die relative Bewertung angeht, dass man so mal so einen Eindruck bekommt, okay, wie hat sich das Ganze jetzt ausgewirkt auf die Bewertung von K&S im Vergleich zur Konkurrenz? Ja, genau. Also Kali und Salz hat mit Sicherheit einen relativ großen Discount gegenüber den Wettbewerbern, der natürlich auch berechtigt ist. Ja. Ich möchte jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen mit wie eine Deutsche und eine Commerzbank gegenüber den US-Investmentbanken dasteht. Ja? Die haben ja auch, wenn man Price to Book anschaut, einen gigantischen Discount, aber die US-Banken verdienen einfach schon wieder unglaublich viel Geld, während die deutschen Banken einfach, sagen wir es mal vorsichtig, Probleme haben, wieder ein profitables Business Model zu finden. Ja. Ein bisschen ist es hier natürlich auch berechtigt, weil die anderen, wie wir vorher schon angesprochen haben, natürlich operativ viel besser performt haben in den letzten zwei Jahren. Aber dieses Bewertungsgap, Kali und Salz handelt zum Beispiel im Moment nur bei 0,75 mal Buchwert, das heißt unter Buchwert. Ja. Dieses Bewertungsgap, was ja auch bei so einem Unternehmen tatsächlich auch interessant ist. Reden wir von wirklichem Value. Ja? Genau, also weil die ja sehr viel Sachkapital und so haben. Ja. Genau, das heißt, dieses Bewertungsgap kann natürlich in den nächsten Jahren bei einer positiven Entwicklung, die allerdings auch Risiko birgt, aufgeholt werden. Ja? Und wenn jemand dran glaubt, dass es die Firma jetzt tatsächlich schafft, das zu liefern, was sie sagt, dann denke ich, ist es hier vor allen Dingen, weil das Sentiment so negativ sind, viele aufgegeben haben, einfach nach dem 10. negativen Newsflow gesagt haben, so jetzt reicht's mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch schon kurz davor. Und es war ja auch ein katastrophaler Performer. Steckt natürlich viel Potenzial drin, wenn sich es jetzt zum Positiven ändert. Ja. Ich muss sagen, ich bin prinzipiell kein großer Freund von Turnaround-Stories. Okay. Deshalb ist es umso witziger, dass wir jetzt schon die zweite hintereinander besprechen. Aber ich finde, hier steckt wirklich Potenzial drin. Es gibt große Short-Positionen. Ja. Man hat bei Seconomy gesehen, was passiert, wenn nur einigermaßen okay berichtet wird, wenn Erwartungshaltungen extrem negativ sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gemengelage hier bei Kali und Salz relativ ähnlich ist. Ja, okay, jetzt kommen ja bald die Zahlen. Genau. Mich würde mal interessieren, was glaubst du, so sind so potenzielle Szenarien? Also nehmen wir mal an, die Ergebnisse liegen nochmal unter den vielleicht schon niedrigen Erwartungen. Was würde passieren, denkst du, nochmal mit der Aktie? Kann es noch sehr weit nach unten gehen? Und was passiert aber bei diesem Sentiment, was ja negativ ist, wenn es jetzt nur irgendwie sogar eine Überfüllung der Erwartungen gibt und man auch, was jetzt die Guidance 2019 angeht, wieder positive Signale sendet? Was glaubst du, steckt dann so an Potenzial da drin? Okay, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch genau das, um was es jetzt hier geht. Ja, jeder Zuschauer wird jetzt wissen wollen. Also, ich denke,
wenn man so gehört hat, was das Management in den letzten Wochen von sich gegeben hat, es gab ein Interview im Handelsblatt mit dem CEO und wenn man sich ein bisschen mit der Thematik befasst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Company ihren letzten angepassten, wir hatten ja eine Profit Warning letztes Jahr, ihre letzte angepasste Guidance nicht geschafft hat, weil wir haben hier eine Range fürs EBITDA zwischen 560 und 30 Millionen. Ich bin mir relativ sicher, in der Range werden sie liegen. Zwischen 30 und 560? Zwischen 570 und 630 Millionen. Ah, okay, okay. Ja. Für 2018 sollten sie das massiv nochmal verfehlt haben, wäre das eine absolute Katastrophe. Okay. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Base-Case-Szenario ist, sie werden irgendwo in dieser Range liegen. Ja. Und werden einen relativ positiven Outlook für 2019 geben. Mhm. Da gibt es ja auch schon wieder einen Konsens, was der Markt erwartet für 2019. Fürs Gesamtjahr dann? Fürs Gesamtjahr, okay. Ja. Und der, was denkst du so, wird im Vergleich zu jetzt dieser Range Wachstum... signifikant höher. Höher, ja. Weil, okay. Aber das erwartet der Markt auch schon. Ja. Weil, ich kann dir auch die Zahlen dann nachliefern, was der Markt erwartet. Weil natürlich die kanadische Mine beiträgt, weil Produktionsausfälle in Deutschland dieses Jahr hoffentlich in dem Maße nicht mehr dabei sein werden. Und die Company wird dieses Mal, nach meinen Informationen, das erste Mal auch einen qualitativen Outlook geben. Das hat sie in der Vergangenheit nie gemacht. Qualitativer Outlook heißt, sie wird eine Guidance Range in Zahlen für 2019 geben. Okay. Ja, so. Also mein Base-Case-Szenario ist, sie liegen irgendwo zwischen den 570 und 630, am besten eher Richtung oberes Ende und einem qualitativen Outlook, der zumindest nicht unter dem Konsens für 2019 liegt. Und das sollte meiner Meinung nach im jetzigen Sentiment und Setup, wie die Leute positioniert sind, dazu führen, dass die Aktie sich deutlich erholen kann. Ja. Sollte es eine positive Überraschung geben, dass die also Zahlen, mehr als 6,30 zum Beispiel. Ja, wobei ich sage jetzt mal, die Überraschung im vergangenen Jahr ist wahrscheinlich wenig relevant. Ja. Also selbst wenn sie jetzt hier mit über 630 kämen, nice. Okay. Aber mehr, für dieses Jahr dann. Mehr interessant ist, was passiert 2019. Okay. Ja. Sollte die Guidance für 2019 den Markt positiv überraschen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Company, glaube ich, wird eher vorsichtig an das Thema rangehen, dann wäre das ein wahnsinniger Katalysator für die Aktie. Insgesamt gilt es für Kali und Salz, in den nächsten Quartalen einfach Vertrauen zurückzugewinnen und die Investoren mal damit überraschen, dass nicht jedes Quartal eine schlechte Nachricht kommt. Okay. Ich glaube, das würde schon reichen, um wieder so eine Art Revaluation in die Aktie zu bekommen. Und ein leicht anderes Multiple reicht ja hier schon aus, um Kurse wieder deutlich über 20 zu rechtfertigen. Wie gesagt, die Firma hat in den letzten 12 Monaten sehr oft enttäuscht. Jeder muss sich sein eigenes Bild machen. Wie immer. Wie überall muss sich über die Risiken bewusst sein. Aber ich denke, wir sind an einem sehr, sehr spannenden Moment und einem sehr interessanten Setup und es gibt durchaus Potenzial. Ja, na gut, dann würde mich noch am Ende interessieren, so was ihr von der Aktie haltet. Habt ihr sie selber sogar vielleicht im Depot oder seid ihr gerade dabei zu analysieren? Da wird es natürlich vor allem dann richtig spannend, was in den nächsten Wochen dann an Meldungen so rauskommt. Dann schauen wir einfach mal, was dann passiert. Ja, dann auf jeden Fall für danke für sehr gerne. Das erste Video von Markus hier zu K&S und dann schauen wir uns mal jetzt noch weitere spannende Mid- und Small Caps an. Okay.